Grüezi miteinander, wir starten heute zu einer Tai Chi-Stunde. Wir schauen in erster Linie, dass wir uns hier entspannen können, dass es uns wohl ist und versuchen, eine gute Stunde miteinander zu haben. Wir fangen mit taoistischen Entspannungsübungen an. Wir stehen für das schulterbreit, Füße parallel, Hände zu den Hüften. Und wir tun mit weichen Knien die Hände hoch, Schulter hoch, aufstellen die Hände wieder an. Und das machen wir ein paar Mal miteinander. Gut, dann wechseln wir mit den Händen, Schulter hochkreuzen, wir öffnen auf rechts und schließen mit dem Gewicht auf links. Wieder auf rechts und wieder auf links. Gut, dann nehmen wir die Hände wieder runter. Die nächste Übung, linke Hand läuft das Gewicht auf links, rechte Hand läuft das Gewicht auf rechts. Und so pendeln wir hin und her. Lockere Arme, lockere Beine. Schön, gemütlich. Von der einen Seite zur anderen. Okay. Dann nachher stehen wir immer noch gleich. Wir haben gestreckte Beine. Wir gehen mit den Händen, den Beinen entlang, Richtung Boden, kehren die Hände, kommen vorne rauf, schnaufen aus und nehmen die Hände wieder ab zu den Hüften. Gehen wieder den Beinen entlang, kehren sie und vorne rauf und ausschnaufen. Wieder herab und ausschnaufen. Achtet darauf, dass die Beine gestreckt bleiben. Es ist kein Zwang, bis am Boden zu kommen mit den Händen, hört jedes dort auf, wo das Maximum ist. Nicht mehr machen, als was der Körper jeweils zulässt.
zur Hüfte. Jetzt stehen breitere Schulter breit, schräge Füße, etwa 45 Grad schräge Füße. Wir nehmen die Hände von der Mitte, wir schwingen zwischen den Beinen durch, kommen hoch, öffnen und schnaufen aus. Wunderbar, nehmen die Hände wieder runter. Wir stellen die Füße parallel zueinander, die Hüftbreite. Wo grösser ist, länger. Nehmen die Hände zu den Hüften, schieben sie seitlich raus, ziehen sie führen, das Gesäß hinten rausziehen und wieder zurückkommen mit dem gestreckten Rücken. Das nochmal einmal. Und so wiederholen. Wunderbar. Dann nehmen wir die Füße wieder zusammen. Die nächste Übung zeige ich von der Seite. Wir gehen mit den Händen zusammen und hoch und strecken das Bein hinten raus. Und wir graben und umgekehrt das Bein. Dann stehen wir wieder schulterbreit, die Hand einstützen, mit der Handfläche nach außen, oben durchkommen und die Seite dehnen. Dann wechseln wir wechseln und umgekehrt die Seite dehnen. Und wieder wechseln. Gut. Jetzt tun wir die nächste Übung die Füße zusammen, die Hände nach außen, versuchen Hände und Ellenbogen zusammenzubringen, Ellenbogen hochfahren, Hände ablitzen, die Hände nach außen drehen. Jetzt gehen wir auf die Zehen und strecken auf. Wenn wir da oben sind, rollen wir die Hände zurück, gehen auf die Füße zurück und dann die Hände fallen. Kommen wir im Schwung wieder hoch, reinlitzen, rausdrehen, raufkommen und wieder ab.
Gut. Dann stellen wir den rechten Fuß 45 Grad schräg. Den linken tun wir mit einem schmalen Abstand voll auf den Fersen aufsetzen. Die Hände mit dem Handrücken auf die Nieren, mit gestrecktem Rücken, gestreckte Beine verneigen. Hoch über den ausschnaufen. Und wieder. Gut, dann tun wir das Bein wechseln. Linke Fuß schräg aufstellen, rechte Fuß schmal gerade führen, auf den Fersen setzen. Und dann geht es wieder los. Gut, nehmen wir den Fuß zurück. Jetzt stehen wir breiter als schulterbreit, schräg gestellte Füße. Wir nehmen den Arm hoch auf Schulterhöhe. Wir drüllen die Hände, wir gehen in die Knie und die Hände zu den Knie ab. Und kommen wieder rauf. Und nochmal. Gut, dann nehmen wir die Hände wieder zu uns, stellen sie wieder ein bisschen an, kurz durchschnaufen. Wir machen noch weitere Übungen miteinander. Wir stehen schulterbreit fest am Boden, die Hände wieder waagerecht aufgestellt und wir drehen uns um 180 Grad auf diese Seite und auf diese Seite. Wir nehmen einen gewissen Schwung mit. Wieder die Hände runter. Jetzt machen wir eine Lockerungsübung. Wir stehen auf einem Bein, rechten Fuß nehmen wir auf, Arm auch. Und schütteln die Hände und Fuß aus. Immer so ein Dreierrhythmus. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Prima. Wir nehmen die Füße zusammen. Wir tun die
Fingerspitzen aufeinander, Handfläche nach oben. Wir kommen mit den Handflächen zu den Schultern und gehen auf die Zehen. Wenn wir hier oben sind, drüllen wir die Hände und gehen wieder runter. Füße auch wieder auf den Boden. Wieder drüllen, kommen wieder hoch, auch wieder auf die Zehen. Drehen die Hände nach vorne, gehen mit den Armen nach vorne, auf die Seite und wieder runter und unter die Hände wieder zusammen. Die letzte Version, wir gehen auf die Zehen, wir kommen hoch, drehen die Hände 180 Grad, gehen oben durch und wieder runter. Wir starten wieder von vorne, wieder runter, rauf, nach vorne und rauf und nach rauf und ab. Machen wir einen Durchgang. Und noch einen letzten Durchgang. Gut. Dann stellen wir das Schulterbreit. Wir tun die Hände im rechten Winkel aufeinander, die Daumen aneinander. Wir kommen mit den Händen, tauchen wir ab zum Bauchnabel, rutschen etwas tiefer, stellen die Hände an, die Ellenbögen tun wir raus, richten uns auf, machen die Augen zu und stehen einfach still, versuchen bei uns zu bleiben mit den Gedanken. Gut, wir kommen wieder zurück, wir lösen es auf. Das wäre unsere Aufwärmphase gewesen. Und jetzt gehen wir weiter in die Tai Chi Form. Wir machen heute in der Tai Chi Form einzelne Sequenzen, einzelne Bewegungen aus der ganzen Form heraus. Wir starten mit der Sequenz, wir stehen schulterbreit. Wir haben die Hände bei den Hüften, wir schieben die Hände waagrecht vorne, bis sie steigen. Auf Schulterhöhe stellen wir die Hände auf und gehen den gleichen Weg wieder zurück, abends zu. Ich zeige es von der Seite, dass man es so sieht. Wir stehen schulterbreit, parallele Füße, schieben die Hände einfach waagrecht vorne. Bis die Arme zu kurz sind, die Hände steigen, steigen, steigen. Jetzt stellen wir sie auf, wo sie schulterhoch sind. Und kommen auf dem gleichen Weg wieder runter. Darauf achten, dass wir die Ellenbögen nicht am Körper nehmen, sondern rausstellen. Wir machen es ein paar Mal miteinander. Schieben die Hände führen, lassen sie steigen. Stellen sie auf. Kommen runter und schauen, dass wir die Ellenbögen geradeaus zustellen. Also nicht, dass wir runterkommen und die Ellenbögen am Körper entlang haben, sondern öffnen sie. Schieben sie wieder führen. Aufstellen. Wieder runter. Wieder unten führen und hochkommen. Aufstellen. Aber. Führen schieben, steigen lassen,
Hände aufstellen und abkommen. Führen schieben, aufkommen, aufstellen und abkommen. Mach es nochmal einmal. Okay. Die nächste Übung machen wir wieder mit dem Stand, der schulterbreit ist. Schauen, dass wir locker sind dabei, die Hände sind immer hier bei den Hüften. Wir schieben die Hände beide parallel nach rechts rüber. Jetzt lassen wir sie steigen und die linke Hand steigt höher, die Handfläche nach vorne. Jetzt nehmen wir die Hände wieder auf links rüber, die linke Hand ist über dem Kopf, oben waagrecht. Und die rechte kommt hier von der Mitte vor dem Brustbein. Und jetzt gehen wir wieder ab in die Ausgangslage. Wir starten wieder auf der rechten Seite, nach rechts schieben, hochkommen, linke Hand steigt mehr, rechte vor das Brustbein. Und abkommen. Jetzt kommt die andere Seite dran, schieben beide Hände nach links, rechte Hand steigt mehr wieder oben waagrecht, linke Hand kommt vor das Brustbein. Und abkommen. Jetzt geht es wieder nach rechts. Dafür darf die linke Hand mehr steigen. Voilà. Und abkommen. Jetzt geht es wieder nach links. Und abkommen. Und wieder nach rechts. Linke Hand steigt mehr und zurück in die Ausgangslage. Die Hände gehen nach rechts, nach links, linke Hand und unten, rechte steigt auf. Und abkommen. Geht zurück nach rechts, linke Hand steigt mehr, rechte kommt vor das Brustbein. Und abkommen. Geht es wieder nach links, rechte Hand steigt mehr und linke vom Brustbein. Und runter. Und wieder nach rechts, linke Hand steigt mehr und zurück. Nach links, rechte Hand steigt mehr und zurück. Wieder runter. Rechts darf die linke Hand wieder mehr steigen und die kommt vor das Brustbein. Und zurück. Mach nochmal jede Seite, nach rechts einmal, die linke steigt mehr, jetzt mache ich selber noch Knüppel. Und zurück. Nach links in der Hand, rechte steigt mehr. Und zurück. Abgesehen von der schöne gleitende Bewegungen, die die Hände machen, hat es einen kämpferischen Hintergrund. Das wäre Abwehren mit dem rechten Arm, Abwehren mit dem linken Arm. Und die kommt immer noch von Mitte. Gut, das wäre so die eine Übung auch wieder gesehen aus der ganzen Sequenz raus. Wir machen jetzt ein bisschen längeres Konstrukt von Abläufen, wo wir ein paar miteinander machen. Ich stand hier oben mit dem rechten Fuß vorne, mit dem linken Fuß schulterbreit hinten, wo man schräg steht. Wir tun ein bisschen wie rein sitzen. Was wir machen, ist, wir tun beide Hände von der Hüfte die rechte Hand nach oben drehen und die linke nach oben. Gehen mit dem Gewicht vorwärts zu, auf den rechten Fuß. Und die Hände oben heben. Gehen wir mal zurück in die Ausgangslage. Wir sind hinten mit dem Gewicht. Wir können hier dabei schön weich hin und her fahren. Nach hinten und nach vorne. Die Hände sind unten. Rechte Hand drehen. Beide Hände steigen.
Darauf achten, dass wir mit dem Knie vorne nicht über die Zehenspitze rauskommen, sonst haben wir zu viel Druck auf dem Knie, was weniger geschickt ist. Gehen nochmal zurück. Rechte Hand drüllen, linke Fahrt dazu. Nochmal runter. Rechte Hand drüllen, linke dazu nehmen. Gut. Jetzt versuchen wir es mit dem nächsten zu koppeln. Wir sind hochgekommen mit beiden Händen. Wir drüllen beide Hände drüllen, also die rechte Hand nach oben drüllen, die linke nach oben drüllen. In der gleichen Position, wo wir sind. In dieser Flucht sind die Hände mehr oder weniger ausgerichtet und wir ziehen die Hände, wo wir, ich zeige es von vorne, wo wir wie eine T zueinander formen, zum linken Knie haben. Auf dieser Seite gesehen, wir haben die Hände hier oben, mit den beiden Händen drüllen, formen das T, sitzen zurück mit dem Gewicht und ziehen die Hände zum Knie. Machen wir es auch nochmal miteinander, gehen nochmal hoch, die Hände drüllen, runterziehen. Nehmen die Hände nochmal hoch, die rechte Handfläche ist oben, die linke dazu, drüllen von den Händen und ziehen sie runter zum linken Knie. Kommen wir wieder hoch, drüllen die Hände. Runterziehen. Kommen wir wieder hoch, das Gewicht kommt führen. Die Hände rollen. Runterziehen, das Gewicht geht hinten. Wieder die Hände rollen, wir kommen wieder hoch. Das Gewicht ist vorne. Hände rollen. Runterziehen und hinten. Kommen wir wieder hoch. Hände rollen. Ziehen, wieder drüllen, kommen wieder hoch. Drehen, runterziehen, kommen wieder rauf, das Gewicht geht wieder führen. Die Hände drüllen und runterziehen. Das ist eine gute Position, um ein leeres Gewicht zu verlagern, von hinten nach vorne und von vorne nach hinten. Die Bestimmung, wie viel Sportlichkeit das drin sein soll, hängt davon ab, wie tief wir sind. Man kann das sehr weit unten machen. Ist ein bisschen mehr für die Profi-Skifahrer. Und die, die nicht so stabil und nicht so gut sind, Sportler, die dann bei jeder Strecke schauen, dass wir weiche Knie haben. Es gibt eine kleinere Bewegung, als wenn wir die Bewegung grösser machen können. Okay. Jetzt haben wir noch eine Sequenz dran. Wir haben zuletzt, machen wir nochmal den Schritt führen, rechts vorne, links hinten. Wir haben die Bewegung gemacht, dass wir mit den Händen hoch sind. Wir haben die Hände gerollt und wir sind runtergegangen. Jetzt gehen wir nicht gleich rauf, sondern jetzt tun wir die rechte Hand senkrecht stellen. Die linke Hand tun wir hier an den Daumen rechts anlehnen. Wir nehmen die Hände hoch zu den Schultern, wir richten uns auf, wir drehen uns in die Achse und wir schieben mit der linken Hand die rechte Hand führen. Oder es gehen beide Hände miteinander. Bis dann mehr oder weniger gestreckt sind, dann legen wir die Hände flach aufeinander, nehmen die Hände auseinander, dass sie schulterbreit werden, das Gewicht geht hinterher. Und die flachen Hände ziehen wir zu den Schultern. Okay, wir sind hier oben gewesen, drüllen die Hände, kommen runter zum linken Knie, rechte Hand aufstellen, linke anlehnen, aufkommen zu den Schultern, vorne schieben, Hände flach machen, Hände breit machen. Gehen wir nochmal zurück. Wir sind hier oben, drüllen, kommen runter, rechte Hand aufstellen, linke anlehnen, hochkommen zu den Schultern und vorne schieben. Flach machen, breit machen. Zurückziehen,
so der Schulter. Beim Zurückziehen darauf achten, dass wir die Ellenbögen nicht abnehmen, dass sie oben bleiben und dass die Hände flach bleiben. Nicht, dass wir das so machen. Schauen, dass wir waagrecht bleiben. Wir gehen nochmal führen mit dem Gewicht, Hände gehen rauf, Hände rollen, runterkommen zum linken Knie. Rechte Hand aufstellen, linke anlehnen, die Hände zu der Schulter hochnehmen und aufrichten, ausrichten, Hände führen, schieben, flach machen, breit machen. Mach es nochmal. Die Hände hochschieben, das Gewicht ist vorne, drüllen, abtauchen. Hand aufstellen, hoch nicht zu den Schultern ausrichten, führen, schieben, flach werden, breit werden, zurückziehen, die Ellenbogen und Hände auf Schulter rücken. Kommen wir nochmal führen. Aber aufstellen, hoch nehmen, führen schieben, flach machen, breit machen, zurückziehen und dann am Schluss noch das nächste führen schieben. Das hängen wir noch dazu. Legs nochmal, hochkommen, drüllen, runterkommen, rechte Hand aufstellen, linke anlehnen, alles an der Schulter rauf mit der Hand, führen gehen, führen schieben, flach machen, breit machen, zurückziehen, die nächste Bewegung ist gekannt, um 90 Grad drüllen, schräg aufstellen, die Ellenbogen bleiben, Schulter hoch. Und jetzt in den Führer kommen mit Gewicht und Hände führen schieben. Das ist der letzte Teil von dieser Sequenz, die wir hier machen. Machen das euch dann nochmal miteinander. Die Hände sind oben, das Gewicht ist vorne. Drüllen die Hände. Aber kommen zum linken Knie. Linke, rechte Hand aufstellen, linke anlehnen. Hochkommen zu den Schultern. Die Hände führen schieben. Flach machen. Breit. Zurückziehen, Ellenbogen bleiben Schulter hoch, die Hände auch, die Hände aufstellen und führen schieben. Gut, gehen nochmal, auf es zu, drüllen, ab es zu. Wieder auf es zu, führen, flach, breit. Zurückziehen. Aufstellen, führen es zu. Zurücksitzen, auf, drüllen, ab. Aufstellen, Schulter hochkommen, führen schieben, breit werden, zurücknehmen, aufstellen, führen. Hier kann man bei dieser Übung anfangen, ründer werden. Wir haben jetzt einzelne Sequenzen gelernt. Man kann es anfangen zusammenhängen und ründer werden. Wir machen das vielleicht gerne miteinander. Wieder rechte Fuß vorne, linke hinten schräg. Die Hände bei den Hüften. Das Gewicht ist hinten. Kommen hoch, gehen mit den Händen auf. Drüllen, kommen runter. Aufstellen, hochkommen. Führen schieben, flach werden, breit werden, zurückziehen, Hände aufstellen, führen schieben. Gehen in die Ausgangslage zurück, hochkommen, drüllen, abtauchen, aufstellen, hochkommen, führen schieben, breit werden, zurückziehen und wieder führen kommen. Das ist eine Möglichkeit. Was wir nicht machen, ist, wir machen die Übung nicht schneller. Aber was für ein Spielraum was wir haben, ist, wir können die Übung auch viel länger machen. Machen das einmal miteinander. Das ist eine Herausforderung. Wir haben so eine Tendenz, wow, so richtig reinzugehen.
Aber jetzt versuchen wir es völlig ruhig, völlig langsam, völlig entspannt zu machen. Vordere Fuß gerade, hintere Fuß schräg. Das Gewicht ist hinten, Hände bei der Hüfte. Wir starten mit den Händen, die steigen, die rechte Hand trölt sich und machen ganz langsam, bis wir da oben sind. Dann die Hände rollen. Runterkommen. Wow, ich kann den Händen in aller Ruhe zuschauen. Links Knie wollen wir erreichen. Rechte Hand aufstellen. Linke anlehnen. Die Hände kommen hoch. Drehen ist ab. Kommen gerade führen. Hände werden flach. Breit, gehen mit dem Gewicht hinterher, ziehen die Hände zurück. Stellen die Hände auf und schieben sie wieder führen. Gehen zurück in die Ausgangsstellung, das Gewicht geht hinterher, die Hände runter. Wir starten wieder, kommen mit den Händen auf, die rechte Hand drüben, schon ganz langsam, ganz bedacht. Ganz bewusst jede Bewegung machen, auch die Dreiecke. Ganz klar darauf achten, wie wir sie machen. Das T machen, schön langsam zum linken Knie herabkommen. Jede Körperbewegung wahrnehmen. Die Hand rollen, anlehnen, raufkommen. Die Hände führen schieben. Flach machen, breit werden, auf Schulterhöhe alles zurückziehen, was die Ellenbogen sind, das Gewicht geht hinten. Die Hände aufstellen und wieder mit dem Gewicht führen und mit den Händen führen. Gehen wieder runter zu den Hüften, zurück in das Gewicht. Drehen die rechte Hand. Kommen wieder führen, heben die Hände an. Drehen von den Händen. Das Team machen und ganz langsam wieder zum linken Knie haben. Volle Konzentration auf die Bewegungen. Hand aufstellen, linke anlehnen, Mitte kommen, Hände hochnehmen, das Gewicht geht führen. Hände gehen führen. Hände flach machen, breit machen, das Gewicht geht hinterher. Die Hände zu den Schultern, die Ellenbogen bleiben oben. Hände aufstellen und die Hände wieder führen schieben. Kommen wir wieder runter. Das ist eine echte Herausforderung so langsam, das ist mir bewusst. Aber ich denke, das ist ja das, was einem die Achtsamkeit bringen kann. Wir machen noch zwei weitere Übungen, wo es in erster Linie um den geht. Und zwar die eine, das nennt sich Yin-Yang-Fisch. Wir stehen folgendermaßen: Wir haben den linken Fuß vorne, den rechten hinten schräg. Nein, wir wechseln gerade die Seite, wir machen doch wieder mit dem rechten vorne, wir müssen hier. Und der eine, der von der Hand bewegt ist, wir gehen mit dem Gewicht führen, haben die Hände vorne. Dann drüllen wir die linke Hand, verlagern das Gewicht hinteren verlagern und im hinteren verlagern, ziehen wir die linke Hand zur linken Schulter und versuchen den Ellenbogen drunter zu lüpfen. Dann berühren wir hier mit dem rechten Daumen. Dann drehen wir den Oberkörper um etwa 45 Grad abdrehen. Die linke Hand geht flach voran, die rechte kommt hinten nach und wir machen wie einen flachen Push. Ich will das nochmal zeigen. Wir haben die beiden Hände da vorne gehabt. Linke Hand ausdrehen, das Gewicht geht hinten. Ellenbogen links steigt. Linke Hand berührt die Schulter. Der rechte Daumen berührt den Ellenbogen links. Drehen den Oberkörper,
Um 45 Grad, wir machen einen flachen Push. Mit beiden Händen. Wir machen das nochmal. Schieben die Hände vor, das Gewicht ist vorne. Wir drehen die linke Hand, die geht zur Schulter. Das Gewicht geht hinten, Ellenbogen steigt. Rechte Daumen berührt den Ellenbogen. Oben gedreht, Körper dreht 45 Grad. Wir machen einen flachen Push. Jetzt versuchen wir noch ein bisschen Beinaktivitäten beizunehmen. Wir haben den rechten Fuß vorne gerade, den linken hinten schräg. Und wenn wir das mit den Armen machen, haben wir ja das Gewicht vorne. Wir verlagern in dieser Zeit dann das Gewicht hinten. Und wenn wir mit dem Gewicht hinten sind, tun wir den rechten Fuß auf dem Fersen eindrehen. Nämlich das um 90 Grad. Das gibt eine ganz spezielle Konstellation von den Beinen, aber auch hier können wir immer noch über den Beinen ganz locker uns bewegen und sind immer noch stabil. Also, wir starten wieder schulterbreit, linke Fuß schräg. Wir gehen zurück mit dem Gewicht als erstes. Der rechte Fuß 90 Grad eindrehen. Vielleicht haben wir auch ein Paket mit einem Muster, wo man es ablesen kann. Und jetzt können wir in diese Richtung arbeiten. Voilà. Jetzt versuchen wir noch die Hände dazu zu nehmen. Fuß ist vorne, hinten schräg. Wir haben die Hände gehabt, wo das Gewicht vorne war und die Hände sind nicht vorne. Das Gewicht geht zurück, linke Hand dreht aus, kommt zu der Schulter. Rechter Daumen berührt. Rechter Fuß 90 Grad eindrehen, Oberkörper noch etwas abdrehen und jetzt kommt der flache Push in diese Richtung. Probieren das nochmal. Wir sind vorne mit dem Gewicht, vorne mit der Hand. Das Gewicht geht zurück, die linke Hand dreht aus, kommt zu der Schulter. Ellenbogen steigt, berühren oben, rechter Fuß dreht. Und machen den flachen Push. Gehen wir mal zurück in die Ausgangslage. Wir sind vorne mit den Händen und Gewicht. Zurücksitzen im Gewicht. Linke Hand ausdrehen. Rechter Daumen berührt. Rechter Fuß 90 Grad eindrehen. Flachen Push mit der linken Hand voran. Gut. Das ist die erste Hälfte von diesem Yin-Yang-Fisch. Es gibt natürlich eine zweite Hälfte, das war die rechte Seite, wo wir auf die linke Seite parken, aber jetzt machen wir noch die rechte Seite. Wieder, wir stehen wieder gleich, der Start, haben wieder das On, das wir machen, die Hände vorne schieben, das Gewicht geht zurück, Ellenbogen hoch, Hand ausdrehen und berühren, Daumen berühren, rechte Fuß drehen, flachen Push mit beiden Händen. Jetzt geht das Gewicht auf rechts, rechte Hand drückt aus, Ellenbogen geht hoch, Daumen links berührt, Oberkörper drehen etwa 45 Grad, rechte Hand voran, den flachen Push. Mach es nochmal für den Moment, wo wir da waren. Wir haben das Gewicht auf dem linken Fuß, den rechten haben wir noch stehen. Wir gehen zurück, rechte Hand dreht aus, zur rechten Schulter, Ellenbogen steigt, linken Daumen berührt, Oberkörper drüllen, flachen Push mit der rechten Hand voran. Gut, das sind jetzt die beiden Yin-Yang-Hälften. Wir starten nochmal und probieren es als eins zusammenzuhängen. Wir nehmen das Gewicht führen, wir haben die Hände vorne. Wir sitzen zurück, linke Hand dreht aus, rechte berührt. Rechter Fuß dreht 90 Grad ein, flacher Push. Das Gewicht geht hinten, rechte Hand, der Ellenbogen steigt, Hand zur Schulter berühren, Oberkörper drehen, flacher Push. Gut, gehen wir in die Ausgangslage. Fuß vorne, Fuß hinten schräg, Gewicht vorne, Hand vorne. Gewicht geht zurück, linke Hand drückt, geht zur Schulter, das Gewicht hinten berühren, rechte Fuß 90 Grad drehen, flachen Push in die Ecke.
das Gewicht geht wieder zurück, rechte Hand dreht aus, steigt den Ellenbogen, berühren, Oberkörper drehen, flache Brust. Machen wir das letztes Mal miteinander. Hände sind vorne, das Gewicht sind vorne. Zurücknehmen, das Gewicht hinterher nehmen, Ellenbogen steigt, Daumen berührt, Fuß 90 Grad eindrehen, flache Brust. Das Gewicht geht hinter, rechte Hand dreht aus, Ellenbogen steigt, berühren, Oberkörper drehen, flache Brust in die Richtung mit der rechten Hand. Voilà, das war der Yin-Yang-Fisch. Die nächste Bewegung ist eine, wo man sehr viel sieht. Man sieht es in sehr vielen Varianten. Wir bezeichnen die als Wulkenhand. Und die gibt es so in der unglaublichsten runden Form. Wir versuchen es einmal ganz sachlich auseinanderzunehmen. Wir stellen parallele Füße und machen als erstes einmal vor allem die Handbewegungen. Wir tun beide Hände in dieser Achse senkrecht übereinander stellen, die untere Hand schräg ab, die obere schräg auf, in die Richtung, in die kleine Diagonale. Das ist unsere Ausgangslage. Die untere Hand, das ist die rechte bei mir, die steigt mit der Handfläche zu mir, auf Gesichtshöhe. Die linke Hand geht mit der Handfläche nach oben, auf Hüfthöhe. Dann gehen die beiden Hände auf rechts rüber. Wenn wir rechts ankommen, drehen wir beide Hände zu einem Ball. Die obere Hand geht flach, wie sie ist, runter. Die untere Hand stellt sich auf und kommt als senkrechte Hand wieder auf Gesichtshöhe. Dann gehen beide Hände wieder rüber auf links. Hier drehen wir die Hände wieder übereinander, stellen sie wieder so schräg wie vorher und machen noch eine Bewegung nach vorne. Jetzt kommt wieder die untere Hand senkrecht auf, die obere Hand wird flach. Wir ziehen wieder beide Hände auf rechts. Wir machen wieder den Ball. Wir tun wieder die Hände wechseln, die flache kommt runter, die untere, die flach ist, geht senkrecht hoch. Wir ziehen die Hände wieder auf die linke Seite, stellen sie wieder übereinander so schräg und machen einen Push nach vorne. Die senkrechte unten kommt hoch, die obere geht flach runter. Wir ziehen sie nach oben. Wir machen wieder den Ball, die Hände gegeneinander drehen. Die flache Hand oben geht flach ab und die untere stellen wir auf und geht senkrecht hoch. Dann gehen wir wieder auf links, stellen die Hände wieder auf übereinander, schieben sie vor. Okay, das ist jetzt ein Teil von der Übung, der nur die Hände anbelangt. Es gibt einen zweiten Teil von der Übung. Wir stehen parallel, schulterbreit, jetzt extra noch auf die Seite rüber gestanden, und wir machen Schritt. Wir gehen mit dem Gewicht nach rechts, wir tun den linken Fuß anlöpfen, einen parallelen Schritt machen, wir gehen mit dem Gewicht nach links und ziehen den rechten Fuß nach und bleiben aber schulterbreit. Wir gehen mit dem Gewicht nach rechts, löpfen den linken Fuß, Schritt, das Gewicht geht nach links, nachziehen den rechten Fuß. Kommen wir in die Achse, wir gehen wieder nach rechts. Linke Fuß macht den Schritt, das Gewicht geht links, rechte Fuß nachziehen, gehen wieder in die Achse. Wieder auf rechts, Schritt links, Gewicht geht auf links über, Fuß nachziehen, wieder in die Achse. Das sind die Schritte. Also grundsätzlich machen wir nichts anderes als eigentlich parallele Schritte, mit dem einzigen Unterschied, wir verlagern das Gewicht zuerst auf rechts, dann können wir den Fuß löpfen, den Schritt machen, das Gewicht wieder verlagern, noch den Fuß. Wie gross als die Schritte gemacht werden für euch, ist mir an und für sich nicht so wichtig. Es können sehr schmale Schritte sein. Was vermutlich ungeschickt ist, sind Riesenschritte. Riesenschritte, denke ich, wird man sehr unstabil, ist also nicht zu empfehlen.
Wir machen wieder Schulterbreite, wir versuchen jetzt noch die Hände zuzunehmen. Wir haben es einmal gestartet, wir machen weiche Knie, dass wir doch einen guten Schritt machen. Mit den Händen haben wir gestartet in die Richtung. Die untere Hand ziehen wir rauf, gegen uns gerichtet die Handfläche, die andere geht ab. Jetzt gehen die Hände auf rechts zu, wir nehmen jetzt das Gewicht sogar noch mit, wir drüllen noch etwas ab. Machen den Ball. Die obere Hand geht flach ab, die untere stellen wir auf, kommt hoch. Und jetzt, wenn wir das Gewicht hier haben, können wir den linken Fuß den Schritt machen. Wir gehen mit dem Gewicht über, wir ziehen auch die Hände über, stellen die Hände auf und im Moment, wo wir sie aufgestellt haben, kommt der rechte Fuß nach. Jetzt stellen wir stabil und wir machen einen Push hier. Wechseln die Hände, ziehen die Hände über, das Gewicht nehmen wir mit, machen den Ball, flache Hand oben geht runter, untere kommt rauf und stellt sich auf. Schritt links, Gewicht verlagern, die Hände kommen rüber. Die Hände formen wir zum Push, Fuß aufstellen. Vor dem Push ist der Fuß drunter und machen wieder die Handbewegung. Nochmal einmal, wechseln die Hände, ziehen sie rüber, machen einen Ball, wechseln die Hände. Machen den Schritt, ziehen die Hände über das Gewicht oder über den Fuß noch mit und push. Okay, jetzt müssen wir wieder ein bisschen zurück im Raum. Wir machen es nochmal einmal und versuchen es zusammenzuhängen und schön fließender zu werden. Wir starten wieder mit dem Gewicht auf der linken Seite, die Hände in dieser Position. Wechseln die Hände. Überziehen, Ball machen, wechseln, Schritt, Fuß nachnehmen, Push. Wechseln, über, Ball, wechseln, Schritt, überziehen, Push. Wechseln, überziehen, Ball, wechseln, überziehen, wieder, Schritt, Push. Wechseln, überziehen, Ball, wechseln, Schritt, überziehen, Fuß nachstellen, rechts, Push. Okay, man sieht, es ist doch sehr intensiv. Und zum Abschluss machen wir die Übung, auch wieder wie vorher, im absoluten Zeitlupentempo. Okay, ist eine Herausforderung, ich weiss es, Gewicht geht auf links, Hände sind da. Hände wechseln. Ganz langsam bedacht. Ich sehe die Hand Innenfläche rechts, die Hand geht flach haben. Ich kann das Gewicht spüren, wie sich es verlagert. Die Hände gehen noch etwas über. Jetzt bin ich dann da, mache den Ball. Jetzt geht die flache obere Hand runter. Die andere kommt hoch und wird senkrecht. Die Ellenbogen wechseln. Jetzt kommt der linke Fuß vom Boden weg, macht einen Schritt. Das Gewicht geht rüber, die Hände gehen wieder rüber, der rechte Fuß kommt nach, die Hände rollen sich und schieben sich vor. Wieder kommt die Hand rauf, die andere geht wieder runter, jetzt von sich aus das Gewicht verlagern. Die Hände gehen noch etwas rüber, machen den Ball. Die rechte Hand kommt flach haben, die linke kommt gerade auf. Jetzt ist es am Ende, jetzt mache ich den Schritt, geht wieder über das Gewicht, die Hände gehen auch noch etwas weiter, der Fuß kommt nach und der Push kommt. Die rechte Hand geht auf, linke ab, überziehen, den Ball machen. Rechte Hand runter, linke rauf, links den Schritt, das Gewicht verlagern, die Hände drehen noch etwas weiter, rechten Fuß aufstellen und jetzt noch den Push. Machen wir eine letzte Bewegung, wieder in der Höhe wechseln, das Gewicht geht über, machen den Ball, wechseln die Hände in der Höhe. Links der Schritt, das Gewicht geht über,
Der rechte Fuß kommt nach, die Hände drehen sich übereinander und machen den Push. Voilà. Okay. Haufen Achtsamkeit. Trotzdem auch Haufen Fitness. Übt weiter und bleibt gesund.